Liebe Golffreunde, Ihr Golfpro George hier. Wir sind in der wunderschönen Golfanlage Braforst, 27 Löcher und eine tolle Mannschaft, um euch zu unterstützen. Wir sind auf der Putting Green, also Putting ist unser heutiges Thema. Ich habe etwas sehr interessant, Wirbelsäule und die Stellung über dem Ball ist unser Thema. Viele Leute haben auch Gips manchmal. Bleiben Sie dabei, unser heutiges Thema ist der Hammer. Wir haben einen tollen Blick mit unserer Festzelt am Wochenende. Wir feiern hier in der Braforst bei unserer Party Drive. Also das war eine tolle Idee und ja, wir freuen uns alle auf die neue Möglichkeit und auf das Feiern. Also wie gesagt, Putting ist unser Thema und der Wirbelsäule, diese Winkel festzubehalten, das ist entscheidend. Also viele Leute, die sind unsicher und die gehen dann hoch. Dann, das hat einen großen Beeinfluss an den Ball. Wir haben ein großes Beispiel, Jordan Spieth, der puttet und der guckt an den kleinen Putts, nicht auf den Ball, sondern an dem Loch. Und der hat großen Erfolg. Also der guckt nicht an den Ball, der hat die Augen auf die Fahne und er spielt. Ich habe neulich auch mit einem Südafrikaner gespielt und er hat auch den langen Putt so gespielt. Unglaublich. Und er hat gesagt, ja George, weißt du, ich habe ein bisschen Gips beim Putting und deshalb ich gucke an die Fahne und seitdem ich putte super. Und genauso so war das. Also lange Putt von hier zu Nummer 4. Okay, ich gucke, der Break ist ein bisschen von rechter Seite. Also statt auf den Ball zu konzentrieren, ich gucke an die Fahne. Ja, ich gehe auf den Ball, ein Blick zur Fahne und los geht's. Das war ein gutes Ergebnis. Ich schlage ein paar Bälle. Meine Wirbelsäule konstant ist, ich habe großen Erfolg beim Putting. Also wichtig ist nicht die Augen auf dem Ball, sondern diese
Winkel des Wirbelsäule konstant zu halten. Okay, ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl. Ich werde auch auf der Nummer 4 einlochen. Jetzt weiß ich. Das war's, meine Damen und Herren. Die Wirbelsäule konstant zu behalten während dem Schlag, während der Paring-Bewegung ist entscheidend für gute Ergebnisse. Jordan Spieth macht das, warum nicht wir? Also ich habe das probiert, das funktioniert. Und Leute, die Gips haben oder die gehen zu früh hoch, sie können darauf auch profitieren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann macht mir einen Daumen hoch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Viel Spaß!